steht im Titel. Willkommen zurück zu Sky Factory. Hoch 3, glaube ich, steht im Titel immer drin. Weil, warum auch nicht? Und wir gucken heute mal weiter. Collect Rainwater haben wir nicht. Craft Cobblestone haben wir schon gemacht. Wie wir hier weiterkommen. Craft Hammer to turn Cobble into Gravel. Into Sand, into Sand, into Dust. Ja, genau, das kann man danach noch machen. Das heißt, wir brauchen aber erstmal mehr Cobblestone. Das heißt, wir dürfen hier weiterhin unsere Erde durchsieben, in der Hoffnung, wir bekommen Cobblestone. Und das wiederum sorgt halt dafür, dass wir aber auch dann andersrum gesehen uns weiterhin mit Wasser beschäftigen müssen. Das heißt, wir müssen mal dafür sorgen, dass es hier regnet. Irgendwann, und irgendwer hatte mir noch gesagt, ich soll mal in den Controls gucken, oder zwei Leute sogar haben gesagt, und soll nach irgendeiner Mod-Ausschau halten. Jetzt kann man sie ja nicht sehen. Ich glaube, die hatte irgendwas mit X. Okay, das kann ich jetzt hier nicht einstellen, weil dann fliegt meine Aufnahme gleich wieder raus. Dann mache ich das nach. Aber das hat mir zwei Leute geschrieben, unter der ersten Folge schon. Das muss ich mal gucken. So, wir haben jetzt tonweise Sachen. Noch mehr Cobblestone. Jetzt ist die Frage, diesen komischen Hammer. Wie macht man diesen Hammer, den man da braucht? Gibt es den auch in Holz? Hammer. Oh, den gibt es sogar in Holz. Sieh einer an. Das ist doch schön. Wir need dafür this. And, weiteres Holz. Okay. So, das haben wir. Das zurück, das darüber und dann haben wir einen Hammer. Jetzt müssen wir den Cobblestone klein hammern und da bekommen wir dann Eisen raus. Beziehungsweise, wir brauchen natürlich auch noch mehr Cobblestone für einen Ofen, um dann die Sachen, die wir rausbekommen, halt auch, verwenden zu können. Das heißt, wir werden weiterhin noch Bäume abbauen müssen. Ich meine, das kann man am Ende halt irgendwann auch automatisieren, ganz klar, aber erstmal müssen wir jetzt hier eine Basis schaffen an, ja, weiß ich nicht, Rohstoffen würde ich es mal nennen, damit wir hier vorwärts kommen. Aber nachher dürfte das dann relativ schnell gehen, wenn man die Maschinen automatisch baut. Weil man kann ja auch automatisches Sieb bauen und sonstigen Kram noch. Die haben wir alle schon mal, glaube ich, gesehen. Unter anderem in Galactic Science haben wir das schon benutzt mit dem Sieb, was automatisch funktioniert. Danach einfach nur oben was reingeschmissen hast und dann kam nach ein paar Sekunden unten bereits alle Welt in gesiebter und geschmolzener Form raus. Das war ganz praktisch da. Dies würde ich dann hier auch so hinbauen, in der Hoffnung, dass das dann so funktioniert. Wie gesagt, müssen wir halt jetzt hier nebenbei noch mal so ein bisschen so Zeug hier zusammen farmen, dass wir hier ein bisschen Erde bekommen und Cobblestone. Und wir können jetzt erstmal die erste Ladung Cobblestone mal hier durchhämmern, so um zu gucken. Jetzt haben wir ein Gravel bekommen. Das wiederum Gravel, das einzelne kann man dann wieder nehmen und dann hier in das Sieb reintun, ne? Dann nochmal durchsieben und dann kommt man da halt die ersten kleineren Erze, glaube ich, raus. In dem Fall ein Kupfererz. Das ist jetzt wunderbar. Das brauche ich überhaupt nicht, aber gut, warum nicht? So, die sind weiterhin am Breeden. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen Blätter farmen. Wir müssen noch langsam mal mehr Fackeln haben. Dann können wir die Plattform vergrößern. Und dann hier mehr, weiß ich nicht, Gerätschaften hinbauen oder sonstig den Platz nutzen, wie auch immer. Von dem her halt, wir müssen halt wirklich alles abfarmen. Und was ist das für ein Planet? Der war vorher noch nicht da. Ich habe das Gefühl, irgendwie, die drehen sich hier auch so völlig random mal in die Karte rein, ne? Weil ich meine, hier unten sieht man jetzt gerade gar nichts. Vor allem, das sieht einfach aus wie die Erde. Aber eigentlich befinde ich mich ja auf der Erde drauf. Und hier ist direkt der nächste Baum gewachsen. Wunderbar. So. Ihr könnt das Ganze auch gerne mal im Stream spielen, wenn ihr wollt. Dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare rein. Dann wird das ab sofort auch mal als Stream gemacht. Zusätzlich zum ganz normalen Gaming-Stream und zu The Sound of Minecraft. Und das ist ein wunderbares Projekt, wo ich kein Wort sage. Warum auch? Man kann auch immer die Klappe halten. Sollten viele Menschen öfter mal versuchen. Ich kann das und deswegen filme ich das auch. Ha, als Livestream. Nein, Spaß. Just for fun einfach nur. Und so, wir gucken mal jetzt, dass wir hier wieder mehr Cobblestone bekommen, ne? So, nebenbei mal wieder ein bisschen hier durchsieben, dass wir uns mal einen Ofen leisten können. Weil dann können wir auch uns Fackeln machen und dann fortfahren mit der Aktion. Ich würde sogar erstmal sagen, wir legen die Priorität jetzt eh erstmal auf einen, Ofen. Damit wir quasi mal uns Fackeln machen können. Dann haben wir hier mehr Licht und dann ist die ganze Sache hier auch besser. Ich meine, ich will nicht so oft schlafen gehen, weil wenn man dann so oft schlafen geht, dann kommt, glaube ich, weniger Regen bei rum. Das ist das Problem, das ich vermeiden möchte. Dass es hier gar nicht regnet, weil wir brauchen auch Regen, um nachher uns einen Cobblestone-Generator zu bauen. Damit wir diesen Schritt zumindest nicht mehr machen müssen mit den Bäumen hier. Falls wir dann nur noch Wolle brauchen, muss man noch mit Bäumen arbeiten. Aber sonst ist dann halt der Baum schon arbeitslos. Und das ist halt der Plan, das hier zu kriegen. Deswegen müssen wir hier weiterhin Bäume abbauen. Und Erde farmen. Aber ich glaube, wenn wir den Ofen dann haben, das dürfte dann schnell gehen. Dann kann man gucken, dass wir dann auch schnell noch ein bisschen Holz bekommen.
Beziehungsweise noch ein bisschen mehr Cobblestone und dann halt anfangen können, den Ofen oder die Lava-Generationsquelle zu bauen. So, hier füllen wir mal wieder schön das Zeug rein, ne? Sag mal, voll hier. Ja, hier war dann 7, ne? Das ist zwar momentan alles noch ein bisschen, ne? Es hängt noch ein bisschen, aber. Ja, da ich jetzt hier nach und nach Cobblestone bekommen, haben wir gleich einen Ofen. Da fehlen jetzt nur noch, ich glaube, 2. Ne, 1 nur noch. Okay, also einen Baum müssen wir noch abbauen, ungefähr. Pi mal Daumen, würde ich sagen. Dann haben wir es. Beziehungsweise, wir haben ja hier schon das drin. Das wird ja schon da so, ne? Produziert. Das müssen wir auch noch hier rausnehmen. So, machen wir nochmal 2 von den Crooks und dann. Dürfte gleich der Baum auch schon fertig sein. Also der Baum. Der Ofen, dann haben wir auch Licht, dann dürfte hier alles hübscher aussehen. Und dann hoffen wir mal Wasser bekommen, damit sich die Sachen hier auch mit Wasser füllen. Dann können wir halt nachher auch mit dem Crucible da hinten anfangen, uns Lava herzustellen. Weil da muss man einfach nur einen Fackel da unter das Ding runterstellen, glaube ich, und dann einen Stein reintun, dann schmilzt das zu Lava. Dafür brauchen wir eigentlich einen Eimer und den müssen wir uns auch noch vorher craften, damit wir den noch haben. So das weitere Vorgehen. Und ab da kann man sich ja quasi alle möglichen Erze auch herstellen. Beziehungsweise nicht die Erze, sondern dann die komischen Erzklümpchen da hinten, die man dann wiederum zu größeren Erzsegmenten zusammencraftet, die dann wiederum zu ja, Sachen werden. Das hier zum Beispiel war das Kupfer, ne? Die werden aus diesem Kupferort tschack gemacht und den kann man dann, glaube ich, einschmelzen und dann ja, kriegt man da einfach Kupfer raus. Das ist der Plan. So, die sind jetzt hier soweit durch. Das heißt, wir können jetzt halt mal unseren Ofen herstellen. Das heißt, wir werden das hier schon durchsieben, ne? Sieb, 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 sieb. So, Kobbel, 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 Kobbel. Jetzt haben wir 8 Stück Cobblestone. Machen wir uns hier einen Ofen raus. Zack, haben wir einen Ofen. Und den knallen wir einfach mal hier einfach irgendwo noch in die Landschaft rein. Und befeuern dann direkt mal mit ein bisschen Holz, damit wir Kohle kriegen. Und ab jetzt haben wir schon mal mehr Licht. Das heißt, wir sind schon mal einen ganzen Arbeitsschritt weiter. Das Problem ist halt, jetzt müssen wir noch weiterhin Erde herstellen für mehr Cobblestone. Ich weiß gerade nicht mal auswendig, wie viel wir ungefähr brauchen. Wir müssen halt einmal einen Boden reinbauen, weil man kann da gleich mit den... Ah, man kann mit Slabs arbeiten, das ist praktisch. Da braucht man nicht so viele Cobblestones, dann kann man mit Slabs arbeiten, da sparen wir uns dann immer welche. Kannst dann ja aus 3 geschmolzenen Steinen dann wiederum, oder aus Slabs kannst du ja aus 3 Steinen, quasi 3 Halbsteine machen, dann kann man die auch benutzen. Fließt ja auch keine Lava durch, das ist das Praktische. Dann können wir uns da ein bisschen Ressourcen sparen, da mit fortbewegen. Yep, danke, das war meine Hacke. So, machen wir hier weiterhin, ne? Das wird alles voll. Schön bis oben hin, dass das Ding hier auch schön am Durchflubbern ist, ne? So, hier machen wir weiterhin mal unseren Baum weg. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal reicht. Und dann, ja, können wir mit den großen Sachen anfangen. Ich meine, das Questbook hier, das ist, ja, das hat so ein paar Seiten. Also, da kann man schon noch ein bisschen arbeiten, ne? Draconic Boots, guck mal, da muss auch noch Draconic rumfummeln. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist immer was Neues. Aber erstmal. Ja, Collect Rainwater haben wir noch nicht gemacht. Shift Gravel, Sand, Dust in the Sea. Ja, das haben wir nicht gemacht. Das kommt noch. So. Meine Questbook zum selber abhaken ist auch mal was Neues. Ich glaube, das gab es bisher immer. Das war schon immer, glaube ich, in Scale Factory drin. Aber ich habe das noch nie so gemacht. Mal gucken. Und man kann da, glaube ich, auch irgendwie so einen Stand für bauen, dass man das irgendwie draufknallt. Aber. Also auf so einem komischen Holzklumpen draufklatscht. Und dann da die irgendwie auch automatisch absammeln kann. Ich weiß es nicht. Das gab es mal irgendwie. Habe ich mal gesehen irgendwo. Aber wie das genau funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das finden wir dann raus. So, hier sind wir jetzt. Was für eine Höhe haben wir eigentlich, wo wir gerade drauf stehen? Wir stehen hier auf Höhe. Höhe, Höhe, Höhe. Wir stehen auf 58. Das ist relativ mittig sogar. Da kann man sogar auf mehreren Etagen rein. Theoretisch nachher bauen, wenn wir lustig sind. So, machen wir hier voll. Ex Nilo Compressing. So, machen wir hier weiter. Mehr Cobblestone, bitte. So, was sagst du? Du hast mich jetzt schon mal hier ein bisschen Holzkohle hergestellt. Und da haben wir die erste Ladung Fackeln. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier endlich mal ausleuchten. Besser. Das heißt, wir haben keine Gefahr mehr, dass hier überhaupt irgendwo mal was spawnen könnte. Weil sind die Monster eingeschaltet? Ja, sind sie auf normal? Das ist sogar noch kritisch. Eigentlich. Was ist das denn? Soll das jetzt hier Polarlichter darstellen oder was? Interessant. Vielleicht mal öfter bei Nacht wach bleiben. Solele. Erde. Ja, das ist schön, dass das Erde ist. Ich brauche Cobblestone für Gerätschaften. Wobei vielleicht erstmal wäre es sogar sinnvoller, den Cobblestone
Ah, was wäre sinnvoller? Cobblestone zu machen oder erstmal so auf Erze zu gucken? Wir brauchen ja Eisen, mindestens 3 Stück für einen Eimer. Das heißt, wir müssen mindestens 12 von diesen komischen Nuggets finden. Das ist schon schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir das hinkriegen. Ich würde vorschlagen, wir machen die 4 Cobblestones erstmal jetzt hier in einem, ja, Gravel-Form. Und ein bisschen zu 7. Haben wir mal, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen Eisen gefunden, dann kann man das auch benutzen. So, haben wir hier durch. Eigentlich voll fies. Früher gab es da direkt diese komischen Erzklümpchen raus, wenn man das gesiebt hat, glaube ich. Da musste man diesen Zwischenschritt zum Craften machen. Und ich habe das Gefühl, hier kam gerade gar nichts raus. Okay, doch. Gold, Iron Ore haben wir schon und Copper. Ja, gut. Potato Seeds, Jungle Seed. Interessant. Da können wir noch ein paar Bäume bauen. Bäume bauen. Und vielleicht mal ein größeres Kistchen. Nee, die Axt vielleicht nicht. So, ein größeres Kistchen. Weil wir könnten auch mal noch eine weitere Art von Bäumen hier anpflanzen. Dass wir hier noch mehr, weiß ich nicht, Holzvielfalt haben, wenn wir dann mal weiterkommen. Und wir können halt jetzt hier mal die Plattform ausbauen. Diese hässliche Kante hier wegmachen, die jetzt hier drin steht. Mitten im Raum. Nur, dass hier so ein Quadrat bleibt. Dann kann man da noch außen Bäume pflanzen. Dann haben wir hier mehr Platz zum Arbeiten. Und fallen nicht so leicht runter, weil ich meine, ich habe ja Talent für sowas, hier runter zu fallen. Ja, und wir sollten mal darauf hoffen, dass mal vielleicht Regen kommt. Damit wir Wasser haben, dann können wir mit den, ja, Generationsdingen anfangen für Lava. Weil Baum. Genau, weil Baum. Nein, müssen wir gucken, dass wir das mal hinkriegen nach und nach. Und das hier kam weg. Und jetzt habe ich keine Hacke mehr hier für meinen Ofen. Das heißt, wir müssen eine Hacke bauen. Ja gut, Stöcke, keine Stöcke mehr, geil. So, Stöcke, Stöcke, Holz, Holz, Stöcke, Hacke. So, wunderbar. Eine Hacke. Du Ofen, mach die schon mal vom Acker. Wir könnten natürlich umräumen ein bisschen, aber nö. So, wir können aber das Sieb wegstellen. Wir können einfach eins rüberstellen, dann haben wir hier weniger Weg stehen. So, aber nicht das Ding, ich wollte das Sieb haben. So, wenn ich ganz am Rand, dann fällt nämlich da nichts runter, weil ich glaube, das kann auch passieren, dass es dann rausfällt. Und das muss ja jetzt nicht sein, ne? So, wir können den Crafting Table mal hinten vorhin stellen, wo Platz ist. Hier kommt dann noch ein bisschen Licht hin. So, wunderbar. Sieht direkt viel schöner aus. Ja, den Ofen. Gut, so, jetzt gucken wir, den Marken hinpacken. Wir können diesen einen Dings hier wegräumen. Ja, fall bloß nicht runter. So. Das eine Ding stellen wir mal hier hin, ne? Und 7 weiter, weil wir noch ein paar Sachen brauchen hier, wie gesagt. Ich habe nicht im Kopf, wie viele genau, aber es waren ein paar. So, wieder eins davon, den die da rum, dann hier mit dem Hammer zerkloppen und dann nochmal 7, das ist alles ein bisschen umständlich, aber ich finde dieses Mod eigentlich ganz cool, weil das ist so, da sieht man mal so auch nochmal so ganz basic, was wie woraus besteht. So, jetzt haben wir schon 2 Iron Ore, das heißt, wir brauchen davon jetzt nur noch 10. Das ist ja wunderbar für unseren Eimer, dann, ja, dürfte das ja bestimmt in 30 Folgen mal passiert sein und wir können jetzt weiterhin Bäume abbauen. Also den Baum abbauen, das ist mir auch wieder ein. Hat ja wie gesagt eben gesagt, dass er dem geschrieben hatte. Aber Baum abbauen bringt mir eigentlich gar nichts, weil ich muss ja die Blätter abhacken. Weil da kommen ja schließlich die ganzen Sachen raus, die ich brauche. Ne, die Saplings hier. Die dann wiederum zu Erde werden, die dann wiederum zu Stein werden, die dann wiederum zu Cobblestone werden, die dann wiederum zu Gravel werden und daraus dann unser Eisen kommt. Das ist das Problem. Auch wenn die Logik dann nicht ganz so passt. Ich meine, nur aus Kompost wird plötzlich nicht Stein in der Erde vorfindbar sein. Das ist so ein Logikfehler, aber ich meine, los ist Minecraft. Kann man mit leben, ne? So. Wir reißen den Baum ab. Er reißt den Baum jetzt ab. So, Dele. Da war die nächste Crook am Arsch. Holen wir uns noch eine neue. Haben wir bestimmt noch eine? Nö, haben wir nicht. Gut, dann machen wir nochmal hier direkt mal ein paar Stöcke mehr. Nochmal 2 Crooks. Warum auch nicht, ne? So, jetzt sind die Folge auch gleich wieder zu Ende. Wir können jetzt eben noch die Bäume hier abhacken und dann sind wir auch vorhin schon wieder durch mit Sky Factory. Ich weiß, wie viel Tag ist. Ich glaube, heute ist Samstag. Es könnte sein, dass gleich noch ein zweites Video kommt. Also morgen kommen auf jeden Fall, glaube ich, 2. Einmal das hier und noch was anderes. Wieder was Spezielles, was es auch schon mal gegeben hat. Dann aber irgendwie auch in der Versenkung verschwunden ist, weil weiß ich nicht warum. Ich hoffe mal, das gefällt euch. Und, So, Bäume stehen, dann würde ich sagen, hier nochmal wieder Zeug reinschmeißen, ne?
Und ja, dann würde ich sagen, du machst das von heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Bäumchen wächst mal ein bisschen. Wachst. Wachst, Baum, wachst. Wachst, wachst, wachst. Los, wachst. So. Der Baum ist gewachsen. Da würde ich sagen, das war's dann von der heutigen Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Oder im nächsten Video, wie auch immer. Oder eventuell auch beim Stream. Ah, ne, der war gestern vielleicht. Ja, sonst würde ich sagen, ne. Man sieht sich. Wie gesagt, bis später, glaube ich. Heute kommt, glaube ich, zweites Video. Wir werden es sehen. Und ja, bis dahin. Tschüss.